Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe was herausgefunden. Es hat zwar etwas länger gedauert und ich bin auch zum Beispiel hier dran vorbeigelaufen. Ich war hier schon in der Ecke. Hier ist irgendwo ein Schalter, ein Hebel. Ja, man kommt ja auch schlecht hin. Ich mache eben nochmal die Fackel an. Das finde ich... Ah, da! Da ist er. Ne? Man muss wirklich schon sich ein wenig hineinfuchsen. Und dann kann man ihn auch betätigen. Aber das ergibt nur ein Geheimnis. Das sollte man natürlich mitnehmen, keine Frage. Und auch die Klappe, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die muss natürlich gut sein. Und schwupps, haben wir eine Waffe. Und dann habe ich noch was herausgefunden. Also ich war mit meinen Lösungsansätzen ja schon immer schon sehr nah dran. Und manchmal muss man da vielleicht ein bisschen geduldiger sein. Und ich zeige euch auch mal eben, was ich meine. Und jetzt hier wieder zurücklatschen. Und in diesem Mäuseloch kann man auch einen Gegenstand aufheben. Auch den ich eigentlich haben wollte. Und zwar diesen Spaten. Muss ja nur ein bisschen präziser vorstehen. Nee, komm, heb auf! Genau, da stand ich vorhin wohl nicht pixelgenau genug. Aber wie soll man es auch immer formulieren? Und dann haben die Mäuse mich gepiekst und dann bin ich schnell wieder abgehauen. Jetzt habe ich einen Spaten. Wo ich ihn jetzt einsetzen kann, weiß ich noch nicht. Ich habe aber eine Ahnung. Und zwar habe ich ja vorhin auch da ein Loch entdeckt. Wo war das nochmal? Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dieses Loch ist. Ohne es zu wissen. So, aus irgendwelchen Gründen will Lara jetzt nicht schaufeln. Ah, das gibt's nicht. Ja, ich habe jetzt bestimmt 50 verschiedene Stellen, habe ich es angeklickt. Puh. Jetzt klappt es endlich. Also, da gibt's jetzt einen kleinen Kritikpunkt. Oh. Des Programmierers, das ist wirklich jetzt sehr, sehr gemein. So pixelgenau davor stehen muss. Mal schnell ein Medipack. Ah, und dann auch das zweite Mosaikstückchen. Gut. Ja gut, dann weiß ich für die Zukunft in diesem Spiel Bescheid. Ich muss jetzt hier wirklich genau, pixelgenau jetzt hier mich vor irgendwelchen Sachen platzieren, damit das so funktioniert, wie es funktionieren soll. So. Der nächste Flicken hinein. Mal spannend, was jetzt passiert. Ah, eine Runde beichten? Okay. Kein Problem. Wo hast du jetzt da hingeguckt? Das Buch habe ich doch schon gelesen. Oder möchtest du zweimal lesen? Dann gehe ich mal hinein. Ups. Thank you.
habe ich denn jetzt? Hallo? Oh, was soll ich denn damit? Ah. Fliegt so einiges rum? Was haben wir hier? Irgendwie witzig gemacht. Okay. Ich kann nichts aufsammeln. Ich muss jetzt hier irgendwas aufsammeln können. Warum ist er jetzt hier nicht nur für Lulu? Vielleicht muss ich den Zepter hier auf... Ah! Den Zepter... Kerzen! Ein Kerzenhalter ist das. Und was mache ich damit an? Also erstmal muss ich die Kerze hier anmachen, ne? Wollen wir Feuer? Weiß nicht. Geht das so? Ist zu hoch, ne? Die sehen doch in einer guten Höhe aus. Jawohl. Oh ja, das sieht doch gut aus. Vielleicht ein bisschen übertrieben für eine Kerze, aber... Und hier waren auch noch welche, ne? Genau, die sind aus. Nummer 1. Ah, das ist die Außentür. Jetzt ist sie aus. Okay. Ja, prima. Die Fackel nehmen mit, zeigen sie Licht. Ich habe Licht, ich habe ein Licht, juhu. Oder besser gesagt, ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer gemacht. Yippie-yay. So. Ah, schöner Raum. Hier ist eine Vase, die kann ich bestimmt kaputt schießen. Ja, machen wir das, ne? Schmeiß das Ding mal weg. Zack. Und sonst kaputt gemacht. Ah, Fackeln. Fackeln sind gut. Ganz viele. Am besten unendlich. Und Schubladen öffne ich. Nee, ne? Muss ich Wertpixel genau davor stehen? Hm. Was soll ich in den Raum? Ah, hier geht's weiter. Ein Kreuz. Okay. Eine zur Tür, klar. Ja, sonst so einfach, ne? Was soll ich hier? Das können jetzt nicht nur die Fackeln gewesen sein. Und was haben wir hier? Hä? Den kann man... Ah! Den kann man verschieben, und zwar... Hier sind Spuren. Dann drücke ich den mal Richtung Wand. Weil es irgendwie nur so ein ja, Verzweiflungsklick. Aber manchmal muss man auch Glück haben. Ach, vielleicht kann man noch hier irgendwie etwas machen. Nö. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, die Fackel nehme ich aber mit.
So, dann gehe ich mal hinein. Ja, ich möchte die Fackel ganz gerne mitnehmen und deswegen... Ah! Ups, da liegt was. Noch mehr Fackeln. Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen komisch gegangen. Weil ihr wisst ja, ich liebe Licht. Ich liebe Licht. Ich heb die Fackel noch eben nochmal auf. Die scheint ja unendlich lange zu brennen. Ich könnte mir vorstellen, ich muss hier hinunter. Dann schmeiße ich die Fackel mal da hinunter und springe mal dagegen. Gut, jetzt muss ich irgendwie nach oben. Ich denke mal so den gleichen Weg. Also was anderes finde ich jetzt hier nicht. Jetzt aber. Zügig, Lara. Eigentlich wäre nach oben. Ein wenig drehen. Okay, dann drehe ich so rum. Und abspringen. Abspringen warst du hoffentlich rückwärts. Ja. Gut. Genau, meine Fackel müsste jetzt noch hier sein. Die habe ich jetzt hier hingeschmissen. Vielleicht brauche ich die auch hierfür. Okay. Ah, dafür sind die Steine. Ja, ich muss doch irgendetwas hier, ne? Da kommt der rote rein. Ah. Deswegen hat das wohl nicht funktioniert mit dem blauen Stein. Hier nichts. Oh. Oh, oh, die Leute trinken hier die Wölfe. Ja, gut, dass ich die Fackel behalten habe. Die kann ich hier richtig super gebrauchen. Dann kann mir hier richtig alles schön in Ruhe anschauen. Ich höre hier so ein paar komische Geräusche. Ich hoffe, es hat nichts zu bedeuten. Ich gehe einfach mal hinein. Hier sind noch einige Sachen. Boah. Könnt ihr auch mal irgendwelche Geräusche von euch geben? Einfach, wo seid ihr? Ach, da seid ihr. Fackel, wo ist meine Fackel? Meine Fackel. Nein. Ach, da hinten? Ach, ganz da hinten war ich schon. Was wollte ich gerade sagen? Hier oben kann man vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen entlang. Hier so.
auch irgendwie etwas so eine Kante. Ist egal, ich gehe jetzt erstmal Richtung Tor. Da kann ich ja da den zweiten Kristall einsetzen. Ja, kann ich. Ah, gut, dass ich die Fackel habe. Also mit Fackeln macht auch die dunkle Level Spaß. Achso, hier muss ich erst wegwerfen. Na ja, gut, Fackel. Arrivederci, bis später. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ja, hier stehe ich richtig. Hallo? Wieso setzt du denn nicht ein? Wo ist er? No. No. Hä? Hast du denn das gemacht? Ach, du solltest keine Fackel anmachen. Muss ich hier Pixel genau davor stehen? Oh nö. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich kann hier nichts machen. Wäre auch zu einfach. Gebe ich ja zu. Gut, dann werde ich hier doch mal jetzt ein bisschen draufspringen auf die. Auf die Blöcke hier. Ja, mit Fackel war gar nicht so einfach. Ja, machen wir so. Jetzt komm. Hoch mit dir. Dankeschön. Und hier wäre auch noch etwas zum draufspringen. Und hier. Ach, guck mal, da geht's weiter. Da geht's nach oben. Ich möchte die Fackel aber mitnehmen. Du kannst bestimmt nicht dich mit einer Hand da festkrallen, ne? Nee. Leider nicht. Okay, Fackel. Arrivederci. Oder gibt's noch einen anderen Weg? Ich möchte die Fackel mitnehmen. Und einen anderen Weg finde ich jetzt so spontan nicht. Jetzt ist hier wieder alles dunkel. Ah, Hilfe! Ich nur Fackeln finden. Irgendwas ist jetzt hier. Ach, hier sind solche Schießsteine. Ich laufe hier einfach mal durch. Oh. Okay, ich brauche einen Medipack. Die sind scheinbar giftig. Ah, jetzt haben wir hier noch einen neuen roten Stein. Den muss ich bestimmt einsetzen. Okay. Das heißt, wenn ich Glück habe, ist meine Fackel noch hier. Schnell raus hier. Ich hoffe, meine Wie gesagt, hoffentlich ist meine Fackel noch da. Kann ich vielleicht noch so ein bisschen nach oben irgendwie. Da so hin. Okay, da rutscht jetzt nicht runter. Ah, hier bin ich auf der anderen Seite. Okay. Klar, logisch. Nein! Oh, ich dachte ich gerade. Die fällt. Meine Fackel ist noch da. Juhu! Ups. Ja, wo ist sie denn? Wo ist meine Fackel? Da oben. Dann holen wir sie uns mal wieder. Heb sie bitte auf, Lara. Dankeschön. Sonst lege ich die Fackel mal so hin, dass ich was sehe.
Ach, guck mal. Da liegt so ein Muni. Ja, so eine Fackel ist schon eine coole Sache, ne? Ja, jetzt klappt das auch mit der Toröffnung. Sagen hinein, ist Vergnügen. Eine Katzenzähne, schön. Ja doch, die Grafik ist schon verdammt schön gemacht, also keine Frage. Ein dickes Lob an den Programmierer. Geht raus, definitiv. Gut, dann wollen wir was. Denken wir von der Fackel kann ich mich jetzt definitiv verabschieden. Schade eigentlich. Ich werfe es mal hier runter. Aber ich denke mal, das wird wohl mein Weg sein. Kurz einen kleinen Überblick. Das? Komm, Test. Es passt, jawohl. Sofort hinein ins Vergnügen. Okay. Aber es ist hell, der. Ein dunkler Raum, der hell ist. Herrlich. Und irgendwo konnte man auch noch auf so einer Plattform. Was? Hallo Gang, wo bist du? Hier. Nee. Nee, den meine ich auch nicht. Was habe ich denn gerade gesehen? Ja, genau, den Gang meine ich. So, Fackel, wo bist du? Okay, nehmen wir die. Aber bei meiner Spielweise sind 30 Sekunden Fackel nicht ausreichend. Gut, dann gehen wir langsam. Und Medipack. Dann gehen wir mal langsam durch. Okay. Hab verstanden. Das war jetzt ein cooler Effekt. Ach, rutsch, ne? Rückwärts oder vorwärts? Das ist jetzt die gute Frage. Oh, das sieht nach Pixie aus. Ich mach mal einen blinden Sprung nach hinten. Der blinde Sprung nach hinten war wohl nicht so gut.